Hi. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich bin's auch. Kurier. Kurier ist, naja, nicht die Aufgabe, aber. Ihr seht ein bisschen müde aus. Solltet ihr nicht zu Hause im Bett sein? Deine Mutter ist im Bett, Mann. Wenn ihr Lust auf einen kleinen Ah. Bissen habt. Hätte ich frisch gebackenes Brot und guten Käse an. Lasst euch von Susanna nicht den Kopf verdrehen. Sie mag euch ja schöne Augen machen, aber ihr geht es dabei nur ums Trinkgeld. Er war gerade noch hier, wenn ihr euch beeilt. Erwischt ihr ihn noch? Aber Oder wo ihr muss ich wartet hin? einfach hier. Er wird bald wieder zurück sein. Einen schönen Aufenthalt wünsche ich. Und Oder macht nichts kaputt. Ihr wartet einfach, Lydia. Oh. Diese Dunkelelfenflüchtlinge werden noch die Stadt übernehmen, wenn wir nicht aufpassen. Ach so, das stehle ich, aber das Gold Ja. kann ich nehmen. Ich gehöre zur Besatzung der Nordwind. Wir ankern. Gut, ein bisschen Zeit auf festem Boden zu ver. Nee, warte mal. Jeder, wir sollten ein großes Loch graben, alle Dunkelelfen und Argonia hineinwerfen und sie sich in Stücke reißen lassen. Das Einzige, was ich noch mehr hasse. Wie kann Elda die Dunkelelfen hassen, wenn sie so wenig über sie weiß? Geht mir aus den Augen. Ihr seht ein bisschen müde aus. Ich kann gar nicht glauben, dass Isabella fort ist. Wenn ihr einen Söldner sucht, habt ihr ihn gefunden. Wenn ihr nach dem stärksten Söldner von ganz Himmelsrand sucht, ist eure Suche beendet. Der graue Bezirk ist eine Schande. Ist man besser nicht allein. Dunkelelfen leben wie Tiere. Kann ich mir denn irgendwas kochen? Das habt ihr nicht von mir, aber wenn ihr etwas Richtiges zu trinken haben wollt, dann geht in den Club im grauen Bezirk. Überall brauche ich Salz, aber Salz war doch. Hier irgendwo. Wie kann Elda die Dunkelelfen hassen, wenn sie so wenig über sie weiß?
Wunder, dass die Kerze auf dem Sims seit über 100 Jahren nicht ausgegangen ist. Oh. Upsa. Ihr braucht etwas? Mann. Oh, Lydia. Hm? Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Kennt ihr Talus? Er hat das Kaiserreich gegründet. Alter, ich habe keine Ahnung mit diesem Paket und dem, also um dem Kurier. Gar nicht, nicht annähernd. Alter. Oh, eine Honigschnitte. Die hätte ich jetzt auch gerne. Schade. Naja, jetzt habe ich zumindest das Geld schon mal raus für die Übernachtung. Aber hier. Wie kann Elda die Dunkelelfen hassen, Alter, wenn sie so wenig über sie weiß? Mano. Vorsichtig. Jetzt. Und Kurier? Es wäre mir recht, wenn ihr meine Frau Tova in Ruhe lassen könntet. Sie trauert noch. Ihr seht schlimmer. Habt ihr Bier oder Met? Betrachtet nichts im Leben als selbstverständlich. Nichts hält ewig. Wenn ihr Lust auf einen kleinen Er war gerade noch hier, wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr ihn noch. Oder ihr wartet einfach hier. Er wird bald wieder zurück sein. Einen schönen Die arme Nilsine ist am Ende, seit ihre Schwester ums Leben kam.
Bis zum nächsten Mal. Oh, Lydia. Vielleicht ist das Betrachten einer... Ich hasse es, ich bin gefrustet. Hab mich damit beauftragt, Sturmhäutler abzufangen und die mitgefangen an mich zu bringen. Oh. Also. Soll ein Kurier schon gefunden haben, aber... Wo denn? Könnt ihr eine Münze für eine arme alte Frau entbehren, mein Herr? Die Stadtbewohner... Ich habe meine Familie schon vor Jahren verloren. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie ich das durchgestanden habe. Günstige Winde und ruhige See. Brond ist einer der wildesten Kämpfer, die ich je gesehen habe. Gehört ihr auch zu diesem Himmelsrand für die Nordtypen? Vergebt mir bitte meine trübe Stimmung. Ich versuche noch immer mit dem Tod meiner Tochter zurechtzukommen. Und da habt ihr auch recht. Zumindest was mich anbetrifft. Lasst euch nicht von Ulfric oder den anderen kurzsichtigen Nord aus der Fassung bringen. Die meisten von uns heißen Neuankömmlinge gerne willkommen. Wenn eine Bande von Plünderern ein Dorf der Nord angreift, ist Ulfric immer der Erste, der ins Horn bläst und seine Männer schickt. Aber wird eine Gruppe von Dunkelelfenflüchtlingen überfallen? Eine Gruppe von Argoniern? Oder eine Khajiit-Karawane? Keine Truppen, keine Nachforschungen, gar nichts. Da draußen treibt sich gerade eine Bande von Halunken rum und Ulfric rührt keinen Finger, um sie zur Rechenschaft zu ziehen, solange sie kein Gebiet der Nord bedrohen. Ja, in der Tat. Ich habe im großen Krieg eine Menge Hochelfen getötet und bin nicht gestorben. Das macht mich wohl zu einem Kriegshelden. Der große Krieg, er hatte nichts Großes an sich. Auf beiden Seiten gab es Tausende von Toten. Und was haben wir damit erreicht? Haben wir das Kaiserreich wirklich gerettet? Oder haben wir nur die Saat für Ulfrichs Aufstand gelegt und für einen weiteren Krieg? Den Dunkelelfen helfen? Oh, ihr müsst mein Gespräch mit Maltir mitgehört haben. Die Dunkelelfen leben in einem heruntergekommenen Elendsviertel namens Grauer Bezirk. Ulfric würde es gerne dabei belassen. Sie glauben wohl, ich könnte Ulfric auf ihre Misere aufmerksam machen und ihn dazu bringen, etwas für sie zu tun. Ich versuche es ja, aber Ulfric ist sehr starrsinnig. Für ihn lassen sich die Bewohner dieser Welt in zwei Gruppen einteilen. Die Nord und die darunter. Sichere Reise, Schwertbruder. Jede Nacht gehe ich in den grauen Bezirk und lasse diese Grauhäute wissen, was ich von ihnen denke.
Wenn ihr einen Söldner sucht, habt ihr ihn gefunden. In ganz Himmelsrand werdet ihr keinen stärkeren Schwertkämpfer anheuern können. Ihr seht ein bisschen müde aus. Solltet ihr nicht zu Hause im Bett sein? Ich habe jetzt nur das als Aufgabe gemacht. Mal gucken, wo es mich hintreibt. Es kann doch nicht sein, dass ich hier nicht vorankomme. Hier. Keine Zeit für Schwätzchen. Geht mir aus dem Weg. Das werden wir schon sehen. Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich werde den Boden mit eurem Blut tränken. Fuß! Ich habe genug von Fuß! Euch! Mann. Alter. Da ist er. Keine Zeit für das werden wir schon sehen. Ihr habt gewonnen! Ja! Dazu muss ich nach Pale. Also, ich kann keine Schnellreise verwenden. Gebt auf, oder ich werde es bereuen.
Kann ich jetzt Schnellreise verwenden? Ja, aber so weit werden sie mich ja nicht zurückverfolgen. Doch. Schön, wie ich treffe. Fuß! So, kann ich jetzt? Ja, jetzt klappt doch. Ach, jetzt ist das Pferd auch wieder da. Habt ihr eine Meldung für mich? Sehr gut. Dann sehen wir mal, was ihr da habt. Interessant. Sie wissen mehr über unsere Pläne, als ich vermutet hatte. Scheinbar braucht Festung Dunstadt Verstärkung. Wir werden dafür sorgen, dass sie die ganz sicher nicht bekommt. Moment, ich korrigiere diese Dokumente kurz. So, das sollte reichen. Sorgt dafür, dass diese gefälschten Dokumente den Kommandanten der Sturmmäntel in Dämmerstern erreichen. Das wird ihn verwirren und uns ein wenig Luft verschaffen. In Dämmerstern? Mhm. Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ihr geht vor, ich folge. Ja. Ja, es geht. Freue ich mich.
seid wirklich zu einer seltsamen Zeit nach Dämmerstern gekommen. Alle in der Stadt scheinen Albträume zu haben. Nur gut, dass ich schon mal hier war, ne? Bei den Göttern, ich bin müde. Lass mich doch mal in Ruhe. Legt euch lieber hin. Ihr seht nicht gut aus. Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Tatsächlich? Ich erkenne euch nicht. Warum tragt ihr nicht die Uniform der Sturmmäntel? Das ist wohl richtig. Gute Idee. Also gut, mal sehen. Gut, offenbar ist die Verstärkung für die Festung unterwegs. Und wir haben auch Informationen über feindliche Truppenbewegungen. Ausgezeichnet. Es ist nicht einfach, Botschaften zu überbringen, wo es in der Gegend doch nur so von kaiserlichen Kundschaftern wimmelt. Gut gemacht. Wieso genehmigt ihr euch nicht einen Schluck im windigen Gipfel, ehe ihr euch auf den Rückweg macht? Bis zum nächsten Mal. Ich bin hier, um den Bewohnern von Dämmerstern mit meiner Magie zu helfen. Ich habe schon so lange keinen Sturmmantel getötet, dass mein Schwertarm schon ganz schwach geworden ist. Habt ihr eine Meldung für mich? Euer Ziel ist Festung Dunstadt. Trefft euch mit den Soldaten, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Nun, Soldat, seid ihr der Aufgabe gewachsen? So, ja, so. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. Ich würde sagen, fällt mir gerade ein, diese Schlacht, die machen wir dann in der nächsten Folge, ne? Also, tschüssen.